Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meiner 6. Landkarte bei Transportfieber 2. So, wir sind hier wieder mal in Leipzig am Hauptbahnhof. Und da oben, da können wir gucken, Torgau, Leipzig, haben wir 4 Züge, reicht. Haben hier auch alle Strecken. Alles abgedeckt. Aber der Nahverkehr. Naja, 4 Personen. Nee, das ist. Die Haltestelle werden wir wohl oder übel rausnehmen. Wir fahren zu viele durch. Wir müssen das hier hinten. Wir werden die orangene Linie dort lang legen. Da brauchen wir aber noch ein paar Gleise. So, und dann nehmen wir uns die Linie. Sagen, dass sie hier lang fahren soll und hier lang. So. Und dann nehmen wir noch eine raus. Gelbe. Achso, da brauchen wir erst einmal Schienen. So.
bin ich doch gespannt, welches die größte Stadt ist. Berlin. Und danach kommt Leipzig. Immer noch ein Ärzteschutz. So, hier kommt gerade ein Zug rein und das nimmt der alles mit. Plaste brauchen wir. Hier liegt. Voll am Anschlag.
Die lassen wir anders fahren. Nach Dresden Haltepunkt. Nee, der fährt doch nicht lang. Ja, so kriegen wir auch noch ein paar raus. Könnten aber das darüber machen.
aus Papier und Plastik. Stellen wir warm hier. Deutsche Altenburg. Der falsche Kreisel gewesen. Deshalb haben wir hier einen Rückstau. Chemnitz möchte war. Jetzt können wir doch von hier nach Chemnitz über die Autobahn schaffen. Ne? Ich sehe es wieder nicht. Hier. Da halten wir hier. Neue Linie.
Güternahverkehr. Waren für Chemnitz. Nee, das gehört zu Erfurt. So, dann brauchen wir noch ein paar LKWs. Und zwar Cargo Waren. Nach Höchstgeschwindigkeit. Irgendwas war hier bei den Güternahverkehr Erfurt. Waren für Chemnitz. So, da kommen sie. Ja, da könnte man sogar ein Stahlwerk anschmeißen. Zweimal Kohle. Hätten wir ja schon. Haben wir noch Öl.
Treibstoff für Berlin. Ein bisschen zu viel hier. Wir brauchen. Vorgabe. So, und dann die Autobahn bis nach Berlin ist alles frei. Und in Berlin haben wir auch keine Verstopfung. Und wie viel haben wir jetzt hier auf der Linie? 70 Fahrzeuge. Ich nehme noch mal 5 rein. Und wie viel Tanker haben wir von denen? 21. Machen wir noch ein. Wir kriegen den Sand nicht weg. Mal wie viel Gelben haben wir da hier.
Frauen. So, da haben wir noch ein Autosave. Das geht aber ruckzuck. Weil wir da eine ganz schnelle Festplatte haben. Was kommt jetzt? Jetzt kommt. Ah, da ist Sand. Der Schotterzug. Und hier kommt ein leerer, Zug. Baumwollversorger. Einer macht hier rein. Ja, das rollt alles so schön. Ja, hier haben wir ja ein paar Straßenbahnen neu eingesetzt. Das läuft auch.
wieder ein ganzer Schwung Sand-LKWs. Und jetzt sind die hier aus Berlin da. Jetzt haben wir fast zu viel. Aber sollten die nicht da irgendwo rumfahren? Ne, da fährt doch. Ach, da fährt die blaue Linie lang. Die blaue Linie fährt da irgendwo lang. Ja, der muss hier. Höher fahren. Treffen die sich alle dort.
Maschinen. Chemnitz Maschinen. Maschinenfabrik haben wir hier. Da haben wir aber nichts mehr frei. Doch, hier haben wir noch einen frei. Der ist noch frei. Da können wir noch Chemnitz Maschinen. Wo wollen Sie denn in Chemnitz die Maschinen haben? Hier. Danziger Straße. Neue Linie. Güternahverkehr Altenburg Maschinen für Chemnitz. So, die wollten wir hierher schaffen. In die Danziger Straße. Und von hier und da fährt er auch den richtigen Port. So, und hier soll er vollladen und soll laden Maschinen. So, da brauchen wir noch LKWs. Die können wir uns hier holen. Fahrzeuge. Maschinen. Die fahren bis 90. Also 100 möchte ich schon gerne fahren, aber 15. Die haben wir noch nicht. Dann nehmen wir 10 Stück von diesen und die schicken wir auf Güternahverkehr Altenburg Maschinen für Chemnitz.
Tja, liebe Freunde, und ein Blick auf die Uhr sagt mir, wir haben schon wieder fast eine Stunde gebastelt. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Dann lasst mir doch gerne ein Like da und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Und da sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.